Hallo, hier ist Beatrice. Ich habe im Moment mit Erschöpfung und Burnout zu kämpfen. Und mir ist aufgefallen, dass das gerade auch bei vielen anderen so ist. Daher möchte ich heute ein paar Impulse mit dir teilen, die ich zu diesem Thema gechannelt habe. Und nun das Channeling. Es ist alles nicht so schlimm, wie du glaubst. Dein Job, deine Lebenssituation, auch dein eigener Charakter. Nimm leicht, was dir suboptimal erscheint. Komm raus aus der Drama-Energie. Die ist nämlich anstrengend und unnötig. Trau dich ruhig, dich deines Lebens zu erfreuen. Deine Gesundheit profitiert davon. Sei sanft mit dir, aber sei auch ein bisschen streng mit dir, wo es nötig ist. Nämlich, indem du möglichst das einhältst, von dem du weißt, dass es dir gut tut. Und zwar nicht aus Pflichtgefühl oder um es zu schaffen. Das käme nämlich wieder nur aus dem Ego. Sondern tue es aus Liebe zu dir selbst, weil du weißt, dass es dir hilft. Versuche, mehr auf deine innere Stimme zu achten, die dir sagt, wann du müde bist und ruhen solltest. Wenn dir das nicht so leicht fällt, ist das Einhalten eines Rhythmus für deine Entspannungszeiten besonders wichtig. Nimm deinen Gesundheitszustand bitte ernst. Ruh dich viel aus und lass es dir gut gehen. Und siehe all das, was dir Energie gibt, nicht als Ausrede, um weiterhin den Dingen zu frönen, die dir Energie rauben. Und du weißt genau, welche das sind. Das ist ganz wichtig. Gestalte deinen Tag so, wie es dir am besten tut. Und habe kein schlechtes Gewissen, wenn du etwas nicht schaffst, das du dir vorgenommen hattest. Und habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn du deine Gesundheit an die erste Stelle stellst, und zwar auch die emotionale Gesundheit. Mache dir keine Sorgen, alles wird gut. Dir werden hilfreiche Geistesblitze kommen, wenn du offen und entspannt bist. Und auch von außen wird dir geholfen werden. Probiere es mal aus, die Zügel deines Lebens ein bisschen schleifen zu lassen und dem Strom des Lebens zu folgen, wohin er dich auch trägt. Dazu ist es nur nötig, diese ganzen panischen Gedanken in den Griff zu nehmen. So wie zum Beispiel, wie soll das denn gehen? Du weißt nicht weiter? Gut. Dann lass dich treiben. Treiben läuft nämlich immer in Richtung deiner Führung. Das ist Hingabe. Siehst du, es ist doch immer alles gut ausgegangen, oder? Und so wird es auch wieder sein. Das Endergebnis wird sogar besser sein als der momentane Zustand. Und selbst wenn das immer noch nicht ganz perfekt sein sollte, arbeitest du dich langsam vor. Es ist momentan allgemein eine Zeit, in der sich lange vorhandene Blockaden lösen und sich plötzlich auch bei den hartnäckigen, schwierigen Situationen hilfreiche Synchronizitäten einstellen. Das liegt an der kosmischen Energie momentan. Du brauchst keine Negativität, keine Abwehrhaltung oder Wut, um dich zu schützen. Dein wahres Selbst ist nicht so verletzlich. Siehe alles immer nur als vorübergehend an, denn das ist es. Vertraue auf deine natürlichen Selbstheilungskräfte,
die beständig wirken. Das sind die Kräfte der Kreativität, die andauernd sozusagen vom Himmel herab zu dir fließen. Fang sie auf und lass dich davon anfüllen. Das funktioniert. Glaub mir, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg.